Dass es abgeht, verstehe ich ja noch. Aber wieso hält das da oben so einfach? Ähnlich wie das Kletterunter-Gecko haftet der Stempel ohne Klebstoff an der Decke. Der Gecko hält sich doch mit Saugnäpfen an der Decke fest. Aber wo sind die Saugnäpfe her? Ja, das haben wir ganz oft. Und es würde auch funktionieren mit den Saugnäpfen, ne? Schau hier, Saugnapf hält natürlich wunderbar an der glatten Oberfläche. Aber der Gecko macht es trotzdem anders. Schau mal da drüben das Bild an der Wand. Da siehst du so eine vergrößerte Geckopfote. Und dann siehst du auch, dass da ganz viele kleine Lamellen drauf sind. Und auf diesen Lamellen, das sieht man auf dem Bild darunter, da sind ganz viele zahlreiche kleine Hafthärchen dran. Das ist ein richtiger Wischmopp, ne? Und wenn der Gecko jetzt an der Wand entlang läuft, dann schmiegen sich diese Härchen in jede Unebenheit an der Wand und dann wird er richtig elektrostatisch an die Wand gesaugt. Genau. Ja, so wie bei diesem Luftballon hier. Und meinem Haar. Siehst du? Das wird auch wie magisch angezogen. Siehst du? Und genauso funktioniert es auch bei diesem Haftband da. Kann ich das überhaupt mit der bloßen Kamera sehen? Nee, da hast du recht, das funktioniert nicht. Schau mal, das hier ist ein Quadratzentimeter. Und was glaubst du denn, wie viele Haftelemente auf so einen Quadratzentimeter draufpassen? Warte, das muss ich berechnen. Nein, unwesentlich mehr, nämlich ca. 30.000. Ups. Da hab ich mich verschaltet. Da steckt ja ordentlich Power drin. Das heißt, wenn wir die Folie an Füße und Hände machen, können wir überall rumkrabbeln. Wie Spider-Man. Nee, leider doch nicht, ne? Weil du vergisst, je größer und schwerer ein Objekt ist, desto mehr Hafthaare müssen auf seinem Körper drauf sein. Und deswegen klappt es leider dann doch nicht. Hä? Verstehe ich nicht. Naja, jetzt überleg doch mal, so ein Gecko, der hat doch im Vergleich zu seinem Körper ziemlich große Füße. Und dann haben Forscher ausgerechnet, dass wir Menschen eine Schuhgröße von 145 bräuchten, damit es bei uns klappt, dass wir an der Decke entlang laufen könnten. Ja, das heißt, unsere Füße wären mehr als dreimal so groß wie jetzt und das wäre natürlich in anderen Lebenslagen extrem unpraktisch. Ich bin viel kleiner als du. Ich kann Spider-Man spielen? Nee, bei dir klappt es auch nicht. Weil du bist zwar klein, aber du bist trotzdem ganz schön schwer. Deine Motoren, die machen dich nämlich ziemlich schwer und unbeweglich. Ja, aber Forscher an der TH in Nürnberg, die haben schon mal einen Gecko-Roboter gebaut und bei dem hat es geklappt, der konnte an der Wand laufen. Super. Das nächste Mal probieren wir das mit mir. Also schauen wir mal, was die Zukunft so bringt. Ich muss jetzt mal weiter forschen. Man störe mich nicht.